Ja, so, ich hoffe, man kann uns gut verstehen. Herzlich willkommen, Christian Dürr in Bremen-Nord. Wir haben mehr oder weniger 1,50 Meter Abstand, also wir haben es ein bisschen, wir sprechen quasi in die Richtung, um die Aerosole zu verteilen, genau. Und ich glaube, ich hätte mir keinen besseren Tag aussuchen können, um einen Finanzpolitiker zu uns nach Bremen-Nord einzuladen. Ich bin sehr froh, ich bin heute Morgen aufgewacht und habe gedacht, als ich die Zeitung gelesen habe, gleich kommt die SMS von Christian Dürr, er schafft es nicht, weil es heute der völlig falsche Tag ist. Dann habe ich natürlich, nachdem ich richtig wach war, gedacht, in Bremen-Nord sagt niemand ab. Also herzlich willkommen, schön, dass du da bist. Was machen wir heute? Wir hatten eigentlich vor, eine Präsenzveranstaltung zu machen, wie man das kennt, wo wir Gäste einladen. Das können wir leider nicht bieten, aus offensichtlichen Gründen. Aber wir wollten es jetzt auch nicht schon wieder verschieben, sondern haben gesagt, wir versuchen mal das Ganze als Live-Sendung. Ich weiß, das hallt ein bisschen. Wir benutzen quasi mein privates Wohnzimmer, das noch nicht allen Anforderungen an einem Aufnahmestudio genügt. Wir werden das Video natürlich hinterher als Konserve bereitstellen, sodass man sich das auch im Nachgang nochmal anschauen kann. Wir haben ganz viele Zuschauerfragen bekommen. Und würde ich sagen, wir fangen einfach mal an. Was haben wir vor? Genau. Entschuldigung, dass ich zu spät bin. Ich habe hier gerade noch die Aufzeichnung von der Phoenix-Runde gemacht, die heute Abend ausgestrahlt werden wird. Und da gab es also mehr technische Probleme als hier, was für dich spricht. Und das andere will ich jetzt gar nicht beurteilen, weil die Runde ansonsten sehr nett war, alles wunderbar. Aber deswegen tut mir leid, dass ich zu spät bin. Also sorry. Ja, zum öffentlichen Rundfunk habe ich auch noch Fragen hier im Okay, Hotel. wunderbar. Dann machen wir das. Genau, ich würde sagen, wir fangen mit Folgendem an, mit dem Konjunkturpaket. Ich habe es grob überflogen, aber vielleicht kannst du als einer der Ersten, die es wahrscheinlich gelesen haben, mal kurz umreißen, was erwartet den Bürger jetzt bei dem, was heute in Berlin beschlossen wurde? Ja, ich glaube, wer viele fragen sich jetzt, was kommt am Ende des Tages wirklich bei mir an? Die Sendung, die ich gerade bestritten habe, sozusagen, da ging es vor allen Dingen um das Thema Kinderbonus. Die Familienministerin hat heute gesagt, ich weiß nicht, ob sie da falsch gelegen hat, aber wenn es so stimmt, dann hat es mich nochmal schockiert, muss ich ehrlicherweise sagen. Dieser Kinderbonus soll ja, das ist nur ein Beispiel, ich skizziere es anhand dessen einfach mal, der soll ja versteuert werden. Und wenn bei zwei arbeitenden Eltern ein Verdienst von 3.700 Euro im Monat ist, dann kriegt man schon gar keinen Kinderbonus mehr. Jetzt weiß man, dass eine Versteuerung eine Progression hat. Das heißt, wenn wir ein bisschen runtergehen, dann sind es vielleicht noch 50, 100 Euro, 150 Euro, die man kriegt. Ich freue mich darüber, dass hier Arbeitslose berücksichtigt werden. Das wird nicht angerechnet, das ist gut. Also gar kein Shelter an der Stelle. Aber sobald wir Menschen haben mit kleinen und mittleren Einkommen, die profitieren nicht in dem Maße, wie wahrscheinlich die Politik versprochen hat. Wir werden jetzt das in den nächsten Tagen mal aufklären. Das wäre jetzt die erste Akkordhauptmeldung. Das habe ich auch gerade der Staatssekretärin im Bundesfamilienministerium, die anwesend war, in der Runde vorgehalten. Mal schauen, was dabei rauskommt. Das zeigt mir aber, Mehrwertsteuer ist ein weiteres Beispiel. Ob da wirklich so viel ankommt, habe ich meine Zweifel. Werden wirklich die Produkte dann alle 3% günstiger, wenn man jetzt mal von 19 auf 16 schaut oder von 7 auf 5? Ich habe da meine Zweifel, denn beide Maßnahmen sind befristet. Der Kinderbonus einmalig, die Mehrwertsteuer zum 31.12. Und ich bin mir nicht sicher, ob es der deutschen Konjunktur gut tut, wenn zum 1.1. wieder die Preise steigen. Also von daher ein bisschen mehr Schatten als Licht. Gut, und wenn wir mal auch mal die Große Koalition eine Sekunde loben, gut ist, dass diese ganzen Abwrackprämien, Einkaufsgutscheine, dass das alles nicht gekommen ist. Das hat mich gefreut. Da macht eine Mehrwertsteuersenkung, auch wenn sie nur vorübergehend ist, sicherlich mehr Sinn. Was aus meiner Sicht wirklich Sinn gemacht hätte, ist massiv auf Entlastung zu setzen. Gerade kleine und mittlere Einkommen sind in Deutschland im Steuertarif ungerecht behandelt. Die werden übermäßig, Mittelstandsbauch heißt das, übermäßig belastet. Den hätte man abschaffen können. Den Vorschlag haben wir gemacht. Wir haben gesagt, mit dem Geld, was zur Verfügung steht, lasst uns lieber das machen, weil das der Binnenkonjunktur hilft. Das stärkt die Kaufkraft der kleinen und mittleren Einkommen wirklich. Und das brauchen wir in den nächsten Wochen und Monaten. Kaufkraftstärkung, damit die Binnenkonjunktur wieder brummt. Da habe ich bei diesem Paket meine Zweifel. Also ich habe das heute Morgen gelesen, was du auch sagtest mit dem Kinderbonus, dass man den eigentlich aus Kindergeld erstmal auszahlen möchte und den hinterher über die Steuererklärung sich wieder zurückholt. Und ich habe mich da gefragt, tatsächlich, wo wird denn diese Grenze gesetzt, bei welchem Anteil? Ich will offen sagen, also ich glaube, dass wenn jemand irgendwie 50 oder 60.000 Euro verdient und dann die Frau noch 30.000 verdient oder die Frau verdient 60 und der Mann 30,
haben die 90.000 Euro, haben ein Kind, da sage ich, okay, die brauchen diese 300 Euro nicht. Ja, aber wie du gerade sagst, dass das ist eigentlich der Familienvater, der irgendwie 3,7 brutto nach Hause bringt. Ja. Alle arbeiten fairerweise, ne? Aber nichtsdestotrotz, wenn da stimmt, was sie da sagt, dann habe ich die Sorge, dass einfach viele in ein paar Monaten aufwachen und sagen, wieso sind denn da keine Ahnung, 22,50 Euro von übrig geblieben? Mhm. Also richtig ist, dass Bundestagsabgeordnete das nicht bekommen, um das in aller Klarheit zu sagen. Komisch finde ich aber, wenn der Facharbeiter bei VW es auch nicht bekommt oder fast nicht bekommt. Das finde ich irgendwie merkwürdig. Das war jetzt nicht meine Vorstellung von Kinderbonus. Okay. Wie ist es denn so? Ist das Ganze denn einigermaßen verständlich für den Bürger? Hast du das Gefühl, das wird großartig, sag ich mal, gut transportiert? Weil ich muss ganz ehrlich sagen, ich mache die Zeitung auf und dann wird im Wesentlichen wird addiert 300 Euro Kinderbonus, 50 Milliarden dafür, irgendwie ein paar Millionen dafür. Man kriegt also so große Zahlen um die Ohren geworfen von der Bundesregierung und man kann sich eigentlich gar nicht vorstellen, was heißt das eigentlich? Vielleicht kannst du das nochmal ein bisschen, kann man das vereinfachen überhaupt? Ist das überhaupt möglich, sowas so plastisch darzustellen, dass man das versteht? Nicht leicht, ich versuch's mal. 57 Punkte, 57 Ausgabevorschläge, 0 Einsparvorschläge. Ich hätte mir ja gewünscht zu sagen, wenn wir jetzt wirklich ein echtes Problem haben, Binnenkonjunktur ankurbeln, dann klotzen wir da. Bazooka, sagt der Finanzminister, ich bin mit so Waffenvergleich ein bisschen vorsichtiger. Aber es gibt auch konsumtive Ausgaben im Bundeshaushalt, die zwar politisch total wünschenswert sind, aber die können wir einfach streichen. Ein Beispiel, das Baukindergeld. Klingt schön, also ein sehr sympathischer Titel für eine Leistung, die null dazu geführt hat, dass Wohneigentum wirklich neu entstanden ist, also dass neu gebaut worden ist. Das Baukindergeld ist zu 90-95% verwandt worden, um Bestandsimmobilien zu erwerben. Das ist schön für die Familien, die sich das leisten können, aber die Hoffnung, dass mehr Gebäude, mehr Wohnungen entstehen, ist nicht eingetreten. Also muss man doch sagen, Ziel verfehlt, abschaffen, kostet ein paar Milliarden. Zweites Beispiel, Grundrente. Wir haben als FDP gesagt, wir wollen eine Basisrente, weil wir denjenigen helfen wollen, die Alleinerziehende, die wirklich Probleme später im Alter hat. Stattdessen sagt die Bundesregierung, 35 Jahre Cut, wer da drunter ist, 33 ist noch so eine Übergangszeit, aber der profitiert gar nicht davon. Dann sage ich mal, was ist denn mit den Alleinerziehenden, die gar nicht die Chancen hatten? Also da ist ganz viel Ungerechtigkeit, aber teuer, weil mit der Gießkanne ausgeschüttet, streichen. So, dann hätte ich gesagt, das ist eine runde Nummer, ich streiche ein paar Stellen, klotze an anderer Stelle. Hier habe ich so, jeder hat einen Vorschlag und man hat einfach zu einem Ja gesagt. Das ist so ein bisschen das Prinzip der Bundeskanzlerin, habe ich das Gefühl. Aber damit wird ja noch nicht gute Politik gemacht. Und deswegen fehlt mir vielleicht, was mir nach Einordnung gefragt, wenn ich das noch ganz kurz sagen darf, 130 Milliarden Euro, 120 Milliarden vom Bund, 10 Milliarden für die Länder. Wenn man das aufteilt, dann ist es ein knappes Drittel Entlastungen für die Bürgerinnen und Bürger und etwa 2 Drittel zusätzliche Ausgaben des Staates. Und da kommt mir dieser Konjunkturimpuls, der Entlastungsteil halt viel zu kurz. Und deswegen habe ich die Sorge, dass das nicht den konjunkturellen Effekt hat, den man sich vielleicht wünscht. Wenn dieses Geld jetzt verteilt wird, hat man als Politik eigentlich irgendeinen Kontrollmechanismus, dass das auch so ausgegeben wird, wie man sich das vorstellt? Also ich will kurz ein Beispiel aus Bremen, was tatsächlich jetzt erstmal in dem Bereich der Basispolitiker sozusagen so einfach eine Sorge ist, dass man jetzt einfach Gelder nimmt und zum Beispiel in der Kommunalpolitik sich einfach auch ein paar Projekte, die man eigentlich vorher nicht bezahlen könnte, so ein bisschen damit gegenfinanziert. Ich weiß jetzt nicht, wie sind dann so die Geldflüsse? Wenn jetzt vom Bund Geld kommt, das muss ja irgendwie auch in die Kommunen, zu den Unternehmen, zu den ganzen Begünstigten kommen. Welche Kontrollmechanismen gibt das? Weil das sind ja schon riesige Summen, die da verteilt werden. Also eins ist tatsächlich der Haushaltsausschuss des Bundestages, der kann sich jederzeit Dinge vorlegen lassen. Ein weiterer, das ist eine Behörde mit großer Expertise, ist der Bundesrechnungshof. Den kann man fragen und sagen, schaut euch mal an, wie sieht es da aus? Weil ein Beispiel, wir haben ja zurzeit schon einen Nachtragshaushalt von über 150 Milliarden Euro, also das sind diese Soforthilfen für Selbstständige, das ist der Wirtschaftsstabilisierungsfonds, Stichwort Lufthansa-Hilfen, also all die Dinge sind ja schon am Laufen. Und da ist ein Paket, das nennt sich globale Mehrausgabe, klingt total sympathisch, hat nichts mit Globuli zu tun, globale Mehrausgabe des Bundesfinanzministers in Höhe von 50 Milliarden Euro. Der hat einfach einen Titel 50 Milliarden und da kann jetzt Jens Spahn anrufen und sagen, ich muss Krankenhausbetten kaufen. Das hat sich jetzt erstmal erledigt glücklicherweise, aber und kann das abrufen. Da ist die Kontrolle natürlich beschränkt. Aber dann haben wir als Opposition gesagt, okay, das war im März, ne? Absolute Krisensituation, erstmal bereitstellen. Wir machen eine Ausnahme von der Schuldenbremse. Es brauchte da auch die
qualifizierte Mehrheit im Bundestag, das heißt die Hälfte der Stimmen der Abgeordneten, was im März nicht sicher war, weil nicht alle anreisen konnten, wollten nach Berlin, haben wir dafür auch gesorgt als FDP, dass es eine Mehrheit gibt, um diese Ausnahme von der Schuldenbremse zu machen und haben da gesagt, ja, wir verstehen, dass ihr jetzt noch nicht genau wisst, für welches Bett ihr sozusagen, Krankenhausbett ihr das ausgeben wollt, sondern erstmal das Geld sicher haben wollt, um zu reagieren zu können. Aber wir hätten zumindest dann eine Berichterstattung. Und so funktioniert ja Check and Balances zwischen Parlament und Regierung auch. Das läuft bisher einigermaßen. Aber das sind schon Herausforderungen, weil man da als Parlament natürlich auch ein bisschen Rechte abgibt an die Exekutive. Das ist in solchen Situationen so. Und insofern muss man schauen, dass man dann, wenn es ausgegeben wird, immer so ein bisschen den Blick drauf hat. Bundesrechnungshof, Haushaltsausschuss, das sind so die Institutionen. Ich glaube, das ist für uns als FDP auch eine schwierige Geschichte, ne? Weil wir natürlich auf der einen Seite einen Auftrag als Opposition haben, auf der anderen Seite nicht wie die Verhinderer in so einer Krisensituation auch wirken wollen in irgendeiner Weise. Vielleicht kannst du mal ein bisschen erzählen, jetzt gar nicht mal so politisch, aber auch so vom Doing her, vom Arbeit, vielleicht kannst du uns mal so einen kleinen Einblick in die Arbeit des Bundestages geben. Was verändert sich eigentlich, wenn auf einmal so eine Krise ist und Opposition auf der einen Seite Zurückhaltung liefern muss, auf der anderen Seite trotzdem kontrollieren muss? Wie geht man damit um als Bundespolitiker? Was sich für mich am Freitag der Sitzungswoche Mitte März ganz konkret geändert hat, dass ich hatte Sitzungsdienst, saß vorne, auf dem Plenartelefon angerufen wurde und mir gesagt hat, dass ich in vorläufige Quarantäne muss, weil ich Kontakt zu einem Corona-Positiven hatte. In dem saß ich, ist bekannt die Geschichte, kann ich öffentlich sagen, es war der Kollege Alexander Graf Lambsdorff, der Corona-positiv getestet war. Und ich hatte am Montag im Fraktionsvorstand 2,5 Stunden neben ihm gesessen. So, das war jetzt eine ganz pragmatische Veränderung, weil ich dann einfach in meine Wohnung nach Berlin musste, in die Quarantäne erstmal so. Aber ansonsten hat sich natürlich das Plenum verändert. Es gibt diese Abstandsregelung, es ist ungefähr mit so Pi mal Daumen, ein Drittel ungefähr, würde ich sagen, besetzt. Wir haben, glaube ich, so 26 Plätze von 80. Also da ist einfach geringere Besetzung. Die Ausschüsse tagen teilweise dann digital oder in größeren Räumen. Was sich im Ablauf verändert hat, gerade am Anfang, ist natürlich die fraktionsinterne Willensbildung. Wir hatten natürlich unfassbar viele Telefonkonferenzen. Ich habe gemeinsam mit Christian Lindner mit vielen Wirtschaftsverbänden natürlich auch gesprochen, zu fragen, was hört ihr gerade, was passiert gerade vor Ort. Und das war wirklich so ein Schnitt. Also wirklich dieses Rausgehen aus dem Plenum war für mich so der Cut. Und jetzt ist Corona. Und so kam es dann auch, weil dann in der Woche danach kamen die ganzen Lockdowns, die Schulschließungen und so weiter. Das war dann auf einmal alles da. Und also meine Kinder sind bis heute zu Hause. Ja, wir haben, ich weiß gut, ich darf ja den Bundestag geben. Aber ich glaube, das ist ganz interessant, ne? Dass man tatsächlich dann, also um das mal zusammenzufassen, rein inhaltlich, eure erste Priorität war dann im Prinzip auch mit der Wirtschaft und mit den Wirtschaftsverbänden auch zu sprechen, euch auszutauschen, Meinungen einzuholen, um so ein Gefühl dafür zu bekommen, was passiert da eigentlich und nicht, sage ich mal, sich dann irgendwie ans Podium zu setzen oder auf dahin zu stellen und zu sagen, das geht alles so nicht. Ja. Also das war so die. Wir haben konstruktive Oppositionsarbeit, Check and Balance, klar, aber das ist eine Ausnahmesituation, da muss der Staat auch handlungsfähig sein. Im Nachhinein, wir haben in den letzten Jahren die Schuldenbremse groß diskutiert, Teile der SPD haben gesagt, ach, alter Kaffee, brauchen wir alles nicht, großer Quatsch. Ich stelle fest, die Schuldenbremse hat fantastisch funktioniert, auch in der Krise. Es gibt den Ausnahmemechanismus für Notfallsituationen, da braucht es eine qualifizierte Mehrheit, die kam zustande, weil wir da auch zu beigetragen haben. Aber es ist gut, dass in den letzten Jahren der Bundeshaushalt zumindest mit einer schwarzen Null geendet ist, weil wir dadurch auch aus den Schulden ein bisschen rausgewachsen sind. Wir haben Wachstum gehabt, wir hatten am Ende dann etwa 60% von Bruttoinlandsprodukt Verschuldung insgesamt in Deutschland. Und jetzt wird es wahrscheinlich in die 80 wieder gehen, aber sind zum Glück noch von anderen Ländern entfernt, die größere Probleme hatten. Also es ist gut, dass der alte Spruch, dass wir uns daran gehalten haben in Deutschland, spare in der Zeit, dann hast du in der Not. Und das hat hier dazu beigetragen, dass Deutschland handlungsfähig war. Ich habe tatsächlich interessanterweise zu den Sachen, die du gerade schon so ein bisschen angerissen hast, auch ein paar gute Fragen im Vorfeld bekommen von den Menschen, die sich quasi angemeldet haben, wenn man so möchte. Ich finde eine allgemeine Frage eigentlich ganz gut für den Anfang, und zwar diese ganzen Corona-Hilfen oder auch diese, sag ich mal, das Geld, was bereitgestellt wird, macht ja auch was mit der Finanzwelt sozusagen, mit dem Geld, wie Geld funktioniert und wie Finanzen funktionieren. Stichwort Inflation, Stichwort Deflation. Man liest jetzt teilweise, liest man die eine Zeitung und dann steht, ja, es wird erstmal zu einer Deflation kommen, weil wir ganz viele Sonderangebote bekommen werden, weil die Lager voll sind, weil Abverkauf stattfindet.
Danach wird mit der Inflation quasi, wird uns die in Aussicht gestellt, weil sehr viel Geld im Umlauf ist, man aber nicht genug kaufen kann, was zu einer Preissteigerung führen könnte. Vielleicht kannst du mal aus deiner Sicht sagen, was glaubst du oder worauf müssen wir uns als Bürger einstellen, was da auf uns zukommt? Also bin ich zwar von einer Ausbildung, aber ehrlicherweise ist es für mich natürlich auch zurzeit noch Glaskugel. Also das, was ich hoffe, ist, dass wir es schaffen, Vertrauen wieder in die Märkte hinzubekommen. Menschen, also Märkte sind Menschen, ne? Das ist ja nicht irgendwas Anonymes, sondern es ist eine Frage von Vertrauen. Glaube ich, dass mein Arbeitsplatz morgen noch da ist? Möchte ich konsumieren, ja oder nein? Und so läuft ja das System. Wenn das Vertrauen nicht da ist, ist es ein Riesenproblem. Wenn wir das haben und im Grundsatz glauben, dass diese Krise überwindbar ist, auch zeitnah, dann kann es sein, dass es in 2021 auch wieder besser startet. Mir wäre lieber, deswegen ja mein Plädoyer für längerfristige Entlastung, dass man so eine Art Vertrauensvorschuss bei den Menschen erzeugt und sie dann auch dazu bereit sind, weil sie glauben, das könnte funktionieren, bereit sind, mehr zu konsumieren und damit die Wirtschaft wieder am Laufen zu haben. Das ist so ein bisschen Henne-Ei-Diskussion. Was soll als erstes da sein? Und ich glaube, dass Entlastung der erste Schritt sein muss, um dieses Vertrauen herzustellen. Wie es laufen wird in den kommenden Monaten, weiß ich nicht und hängt natürlich auch vom Pandemiegeschehen zusammen. Was ich aber für richtig halten würde, ist, wenn wir, und das haben wir bereits andiskutiert in Berlin, diese epidemische Lage von nationaler Tragweite, wenn wir das aufgeben zugunsten von Regionalisierung. Mhm. Es ist nicht so schlimm, das ist, was in Bremerhaven passiert ist oder in Frankfurt oder jetzt in Göttingen. So falsch wäre es ja zu sagen, und deswegen machen wir in Bremen-Nord alle schon wieder nicht. Also es wäre irrational geradezu. Sondern wir müssen damit leben und ich glaube, die Kollateralschäden, übrigens auch die des Gesundheitswesens am Ende. Es geht nicht um Geld hier nur. Wenn wir kein Wachstum mehr haben, werden wir irgendwann auch in Deutschland Schwierigkeiten haben, mit dem Gesundheitssystem es zu finanzieren. Und ich habe manchmal das Gefühl, wir denken gar nicht an andere Regionen der Welt. Was ist denn mit dem afrikanischen Kontinent? Wenn die Weltwirtschaft nicht mehr funktioniert, dann bekommen die dort auch Probleme. Oder Teil Asiens, wenn ich an Bangladesch denke. Das kann man alles wegwischen nach dem Motto, erstmal wir, halte ich für falsch, übrigens auch unmenschlich nebenbei gesagt. Die Globalisierung hat seit den 90er Jahren zu Wohlstandsfortschritten in den ärmsten Regionen beigetragen und den Hunger nicht nur absolut, sondern auch relativ gesenkt auf der Welt. Und das wird jetzt so ein bisschen aus dem Fokus genommen, habe ich den Eindruck. Wachstum und Gesundheit hängen unmittelbar zusammen auf der Welt. Und wenn wir so Wachstumsverzicht und Herr Lauterbach sagt ja im Prinzip, das muss in diesen 2 Jahren so weitergehen, also faktischer Lockdown, Gottes Willen nicht öffnen und so, das kostet unter Umständen Menschenleben. Nicht in Deutschland vielleicht zuerst, aber in anderen Teilen der Welt. Halte ich persönlich für eine ziemlich unmenschliche Einstellung. Ich würde auf den Anfang, was du gesagt hast, zurückkommen. Ich glaube, dass das eine unheimliche psychologische Herausforderung für die Bürger ist, diesen Konsumverzicht nicht durchzuführen. Also ich kann das nur von mir sagen, weil du hast ja eben den richtigen Satz gesagt, spare in der Zeit, dann hast du in der Not. Und jetzt gerade haben wir eine Situation, und da rede ich nicht vom Klopapier, sondern ich rede vielleicht von den 3-4 Monatsgehältern, die man einfach mal wieder auf Kante haben muss, bar, die nicht investiert sind in irgendwelchen Sparplänen, die ich liquide einfach habe, falls was passiert. Und ich habe, also der eine oder andere weiß es vielleicht auch von den Zuschauern, ich bin ja im Finanzwesen, und ich habe auch mit einigen Kunden gesprochen und die sagen alle ganz klar, oder da sagen mir viele, ach, ich habe einfach jetzt auch mal mein Sparbuch wieder so ein bisschen rausgeholt und einfach nochmal, dass ich 3 oder teilweise auch 6 Monate, die überlebe ich. Mhm. Egal, wenn ich morgen meinen Job verliere, ich kriege kein Geld mehr, ich habe meine 15.000 Euro irgendwie und die habe ich. Und da gehe ich jetzt auch nicht ran und ich kaufe mir bestimmt kein neues Auto. Mhm. Und ich glaube, dass das eine ganz große psychologische Hürde ist, weil wir nämlich eigentlich als Staat was anderes vorleben. Wir sagen ja sogar, guck mal, wie gut wir sind. Weil wir nämlich gespart haben, haben wir jetzt das Geld. Und gleichzeitig muss man eigentlich dem Bürger jetzt sagen, gib das Geld aus, weil sparen ist fast schon asozial, wenn man fast möchte, weil damit tötest du die Wirtschaft. Du darfst dein Geld gar nicht zusammenhalten. Wie löst man diesen Konflikt auf als Politik? Durch einen ganz konkreten zusätzlichen Effekt auf den Gehaltszettel. Wenn der Eindruck entsteht, da ist was übrig, dann ist die Neigung größer. Dass Menschen auch jetzt sagen, Achtung, ich schaue mal genau nach, wie viel Geld auf dem Konto liegt. Und auch da habe ich natürlich hoffen, dass viele jetzt die guten Jahre, also die es konnten wirtschaftlich, die guten Jahre genutzt haben, um sich ein Polster anzulegen. Aber ich glaube, dass dieser Effekt psychologisch auch ein Stück weit, aber auch im Gehaltszettel stattfinden muss, damit die Leute anerkennen, ja, das macht Sinn, jetzt trotzdem nicht in Askese zu leben in den kommenden Monaten.
Und wir wissen, dass kleine und mittlere Einkommen eine höhere Konsumleistung haben, also einfach, weil das primäre Einkommen geringer ist. Wenn die entlastet werden, dann neigen die eher zum Konsum. Und die sind auch eine Stütze des Binnenkonsums gewesen. Ich meine, dass der Arbeitsmarkt gebrummt hat, hat automatisch dazu geführt, dass der Binnenkonsum in Deutschland deutlich gestiegen ist. Wir sind immer noch Exportweltmeister, keine Frage. Wir haben mittlerweile auch eine gute Konjunktur im Binnenkonsum gehabt in den letzten Jahren. Das Dienstleistungsgewerbe, das sind alles Reformen aus der Ära von Gerhard Schröder, wenn sich jetzt die SPD dann nicht mehr so daran erinnert, hat dazu geführt, dass Menschen, die vorher teilweise keine Jobs hatten, sehr prekäre Jobs, jetzt zumindest im Arbeitsmarkt unterwegs sind. Aufsteiger, viele Aufsteigerbiografien in den letzten Jahren geschrieben worden. Und das muss man jetzt fortsetzen, also durch solche Anreize der Entlastung. Und da habe ich jetzt den Eindruck, dass ja, das, was da im Papier auftaucht, nicht so der Burner ist, weil die 300 Euro werden es nicht reißen. Ja, klar. Wenn es dann nur 80 Euro sind, dann ist die Enttäuschung noch größer. Vielleicht mal ein Thema, was tatsächlich ganz gut dazu passt, weil da könnte ich mir vorstellen, dass tatsächlich was übrig bleibt. Das gute alte Thema Soli. Ich will gar nicht verschweigen, dass es da von Seiten einiger Basismitglieder auch Kritik kam. Und zwar beim Thema Soli-Klage. Wir haben ja, glaube ich, als FDP, müssen wir auch ein bisschen selbstkritisch sein, ganz gut die Trommel gerührt am Anfang des Jahres, dass wir gesagt haben, am 1.1. geht die Klage raus. Und da wollte ich mal hören, wie läuft es denn damit? Wie sieht es aus? Also ein Teil, bevor ich die Frage dann noch direkt beantworte, aber ein Teil unseres, wir haben ja ein eigenes Konjunkturprogramm vorgelegt, haben gesagt, Mittelstandsbauchabbau, habe ich vorhin gesagt, vollständige Abschaffung des Solis. Da waren wir in einer großen Einigkeit mit 90% der CDU-CSU, von Markus Söder über den Fraktionsvorsitzenden. Jetzt haben wir alle auf einmal das gefordert, was wir übrigens ganz gerne im Koalitionsvertrag 2017 gehabt hätten. Da war das alles noch unmöglich, hat die Union gesagt. Geschenkt ist verschüttete Milch, aber die Seite sagt, die musste sein. Also, die vollständige Abschaffung wäre jetzt auch wirtschaftspolitisch natürlich vollkommen richtig. Da eine Entlastung hinzubekommen, macht Sinn, zumal der Soli mit großer Wahrscheinlichkeit seit einigen Monaten bereits verfassungswidrig ist. Und der Staat, all das, was er jetzt eingenommen hat an Soli, der zurückzahlen muss, das wird nochmal eine zweite teure Kiste. Da ist noch so ein Schatten-Minus-Haushalt, vor dem ich als Haushälter auch Sorgen habe. Was die Klage betrifft, ich hatte offen gestanden die Hoffnung, dass diejenigen in der CDU und in der CSU, die furchtbar gepfiffen haben die letzten anderthalb Jahre und gesagt haben, der Soli muss weg und Parteitagsbeschlüsse, die CDU hat es beschlossen, die CSU hat es beschlossen, dass die sagen, Recht muss Recht bleiben. Wir beteiligen uns an einer solcher Klage. Mir geht es nicht um die finanzielle Beteiligung, die ist vom Bundesverfassungsgericht übersichtlich, sondern um die Hürde, die man im Parlament legen muss. Denn für eine Normenkontrollklage, so heißt das für Juristen, also um das, was da an Recht und Gesetz ist, zu überprüfen durch das Bundesverfassungsgericht, braucht man 25% des Bundestages, den wir als FDP nicht haben. Ich war da fest von ausgegangen, dass Kollegen aus der Union sagen, jawohl, auch wenn ich jetzt nicht so abstimmen darf, weil ich in einer Koalition bin, fair enough, das hatten wir auch schon mal das Problem, aber ich will doch zumindest, dass die Verfassungswidrigkeit, dass wir das wissen und auch zeitnah wissen. Was ist denn, wenn jetzt Leute klagen, wir wissen das in 5 Jahren, die müssen über den Verwaltungsgerichtsweg gehen und so weiter, da müssen wir über für 5 Jahre den Soli zurückzahlen. Das werden in 5 Jahren sind es 60 Milliarden Euro, die eingenommen werden. Die muss der Bund dann zurückzahlen. Also Irrsinn. Das heißt, ich hatte gehofft, dass die da auch Klarheit wollen. Das wollten die nicht. Gab es vielleicht eine Ansage von oben? Ich weiß es nicht. Deswegen waren wir darauf angewiesen, mit einer Verfassungsbeschwerde dagegen vorzugehen, was wir derzeit noch vorbereiten, was nicht trivial ist, muss man ehrlicherweise sagen. Es ist ein Jedermannrecht, also jedermann kann mit einer Verfassungsbeschwerde dagegen vorgehen, aber da sind wir weiterhin am Ball. Und meine Zielmarke ist schon, jetzt kam Corona ein bisschen dazwischen, das einigermaßen zeitnah zu machen, ist aber nicht so trivial, weil die rechtliche Hürde eine andere ist. Das andere könnten wir als Bundestag 25% der Abgeordneten, also Minderheitenrecht sogar, locker machen. Das ist eine Sache quasi von ein paar Tagen. Das hier ist jetzt eine größere Operation. Und ich hoffe aber, dass wir das auch hinkriegen, dann jetzt als Individualperson sozusagen dagegen vorzugehen. Das machen wir natürlich logischerweise, aber nicht nur für uns selbst. Das ist, glaube ich, nachvollziehbar. Das heißt, um das zusammenzufassen, im Prinzip, ihr hattet die Klage vorbereitet, euch haben die 25% gefehlt. Das Problem löst ihr jetzt, indem ihr einen anderen Weg gebt. Dafür müsst ihr aber ein paar Sachen noch ändern an der Klage. Und habt ihr jetzt einfach diese paar mehr Monate, jetzt werden Wochen gewesen. So ist es im Prinzip ganz genau. Und das heißt aber, wir können uns darauf verlassen, die Klage kommt und ist zumindest vorbereitet. Und wir werden da weiter am Ball bleiben. Und das wird aber angesehen, dass das Verfassungsgericht sie auch annimmt. Das andere wäre der einfache Weg gewesen, sage ich ganz offen. Aber die Union, die spitzt oft die Lippen, auch die Kollegen, sage ich mit großem Bedauern dort, aber die pfeifen dann am Ende nicht. Ja, das ist unheimlich. Ne? Also auch gerade bei so Leuten, jetzt
jetzt mal auf den Wirtschaftsflügel der Union, ich nenne jetzt mal keine Namen, aber Jens auf der Kraft, also so ein Carsten Linnemann oder so, da hätte ich jetzt schon gedacht, dass der auch da. Den ich sehr schätze. Die haben das gerade mal ein Papier geschrieben. Also die Arbeitsgruppe Wirtschaft der Unionsfraktion hat immer gesagt, Soli muss weg. Es haben einzelne Kollegen auch aus Niedersachsen gesagt, der Soli muss auf jeden Fall weg. Herr Söder hat es gesagt. Übrigens, das ist auch spannend. Herr Söder könnte als Organ auch jederzeit sagen, es kann nämlich auch eine Landesregierung oder die Wahl der Staatsregierung sofort hingehen. Also wenn der sagt, das halte ich für Unrecht, er hat so ähnliches gesagt, dann kann der morgen in Karlsruhe anrufen. Also 25% des Bundestages, eine Landesregierung könnte klagen. Also alle sind da, nur die da immer so laut rufen, die machen wenigstens. Also ich würde ja gerne als Bremer helfen, aber ich habe das grobe Gefühl, Herr Bovenschulte will nicht. Der könnte auch. Der könnte auch. Aber der hat, glaube ich, andere Interessen. Ich bin nicht sein Sprecher, aber ich habe so das Gefühl, in dem Fall würde ich ihm nicht so nahe treten, wenn ich sage, wir finden da keine gemeinsame Basis. Stimmt eigentlich das Gerücht, dass die Verhandlungen damals tatsächlich nur am Soli gescheitert sind? Also ich habe Folgendes, wie ich darauf komme. Es gab in der ARD-Mediathek mal eine Doku, die hieß Christian Lindner und die FDP. Mhm. Und in dieser, ich glaube es war Dobrindt, der in dieser Doku mehr oder weniger jovial erzählte. Ich habe ihn gesehen, ich weiß, was du meinst. Ich hatte danach den Eindruck, dieses Video müssten wir eigentlich viel mehr zeigen, weil er im Prinzip zugegeben hat, wenn Merkel, also unser Zettel, ich glaube, er sprach von einem Zettel, jeder hatte einen Zettel vor sich, es stand überall was drauf, nur der FDP-Zettel war leer und Lindner hat wohl gesagt, du schreibst jetzt Abschaffung des Solis auf den Zettel, liebe Frau Merkel, und dann sind wir uns einig. Und dann hat sie das nicht gemacht und deswegen sind wir ausgestiegen. Stimmt das so oder ist das ein falscher Eindruck? Also es war leider nicht nur die Abschaffung des Solis, ich hatte selbst mit verhandelt, ich habe allerdings die Kapitel Landwirtschaft und Migrationspolitik, also Einwanderungspolitik mit verhandelt. Es waren ganz viele Punkte, es war desaströs organisiert durch die Bundeskanzlerin, die er mir geleitet hat als stärkste, also als Parteivorsitzende der CDU-Chefpartei im Raum. Und ich war wirklich, muss ich sagen, erschüttert, wie wenig man Lust hatte auf gemeinsames Regieren und wie viel Lust man hatte, in den Dienstlimousinen zu sitzen. Und jetzt hat man der FDP ja irgendwie gefühlt 60 Jahre in der bundesrepublikanischen Geschichte erzählt, dass sie ein Fähnchen im Wind ist, dass es ihr nicht um Inhalte geht, dass sie nur in die Posten will und so weiter. Große Kritik seit Jahrzehnten. Jetzt machen wir das Gegenteil und sagen, nee, wir machen das ernst mit dem Change-Prozess. Inhalte sind wirklich wichtig und ohne die nicht durchzusetzen, verlieren wir die Glaubwürdigkeit. Sagen, das ist ja Sauerei, die wollen gar nicht in die Regierung. Ich weiß nicht, welcher Vorwurf schlimmer ist. Ich finde, ich kann mit dem zweiten Vorwurf besser leben als mit dem ersten. Aber richtig ist, dass der Soli ein ganz zentraler Punkt war und damals gescheitert ist an der CDU. Das muss man in der Deutlichkeit sagen. Ich hatte das Gefühl, die CSU hat sich zurückgelehnt, hat gesagt, mal gucken, was sie da so machen. Aber die CDU hat in aller Klarheit erklärt, eine Abschaffung des Solis geht nicht. Ungefähr ein Jahr später haben sie auf dem Bundesparteitag einstimmig dafür gestimmt, den Soli abzuschaffen. Diese Dialektik habe ich bis heute nicht verstanden. Was mich bei der Union da manchmal ärgert, ist, dass Steuersenkung, Entlastung der Bürger immer ein Thema im Wahlkampf sind, aber nie in der Regierung. Und das passt nicht, finde ich jedenfalls. Und wir wollten uns für sowas dann nicht verhaften lassen. Es gab natürlich Migrationspolitik, wenn ich das noch sagen darf, auch viele Punkte, wo ich gesagt habe, wir brauchen ein Einwanderungsgesetz. Wir müssen endlich diesen Zustand, ich meine, das war das Thema des Bundestagswahlkampfes 2017. Das war der bedauerliche Aufstieg einer rechten Partei in den Deutschen Bundestag. Und ich hätte mir gewünscht, dass eine Koalition aus Union, FDP und Grünen, also Weltoffenheit, wirtschaftlicher Sachverstand und sicherlich auch Recht und Gesetz sozusagen in einem Raum, wobei ich für uns die Weltoffenheit übrigens auch ausdrücklich in Anspruch nehme, auch wenn man versucht, das Gegenteil zu unterstellen. Ich habe manchmal sogar das Gefühl, dass die Grünen viel weniger weltoffen sind, als ihnen angeheftet wird. Aber davon ab, also das zusammen, das muss eine Koalition sein, die das Migrationsthema löst, eine Perspektive auf echte Einwanderung bietet auf der einen Seite und auf der anderen Seite klar sagt, dass Recht und Gesetz durchgesetzt werden müssen. Und das war nicht möglich. Und da sage ich offen, auch wegen der CSU nicht möglich, in der Form, wie wir uns das gewünscht hätten. Und deswegen gab es da leider einige Punkte. Am Ende müssen wir das Gesamtpaket abwägen, aber wenn ein zentraler, der auch noch die Verfassung betrifft, nämlich die Frage des Solis, nicht konsentierbar ist, dann muss man sich fragen, warum? Also man regiert, um nichts zu ändern. Das schreibe ich ungern auf Wahlplakate. Verstehe ich auch. Also ich kann das Zitat, ich glaube auch, zumindest aus meiner Perspektive ist auch nicht, dass man da ausgestiegen ist. Ich glaube, wir hätten es einfach
noch besser erklären können in dem Fall. Genau, weil ich finde, ich muss ganz ehrlich sagen, wenn wir darauf vorbereitet wären, dass wir irre sind, Entschuldigung für die Wortwahl, dann hätten wir Wochen vorher da schlaue Strategien und Marketingleute rangesetzt, aber wir waren auch perplex. Also ich habe tatsächlich, und es mir erklärt hat, das hat mir zu denken gegeben. Also das war der Moment, wo ich gedacht habe, dass hier läuft was falsch. Wobei es, wie gesagt, nicht so. Wir haben nochmal ein komplett anderes Thema, und zwar zum Thema Corona-Hilfen. Da habe ich zwei Fragen zu bekommen, einem von auch Bremen-Neuer Unternehmern. Einmal hat er gefragt, ich kann das gar nicht einordnen. Er hat beschrieben, dass die Corona-Hilfen komplett als Einnahmen angegeben werden müssen und auch komplett versteuert werden müssen. Das hat sich nicht ganz erschlossen. Vielleicht kannst du das bewerten. Ja, also ich habe den Eindruck, das sind alles noch Dinge, die, wie der Amerikaner sagen würde, pending sind. Aber ja, das ist zumindest der Stand jetzt, dass es quasi reguläre Einnahmen sind. Das ist steuerrechtlich auch nicht ganz unplausibel, sage ich fairerweise. Mein Eindruck ist halt, das geht um die Soforthilfe bis 10 Mitarbeiter, was ich jetzt gerade mal was du ansprichst. Mein Eindruck ist, dass, und das wäre jetzt kurz auf meinem Kinderbonus, die Auszahlung mit einem gefühlt anderen Versprechen verbunden gewesen ist. Und deswegen habe ich da die Sorge, dass es da noch ein bisschen Frustration geben wird. Also da bin ich mal gespannt, wie das jetzt sich auflösen wird. Ob man das über ein neues Gesetz nochmal löst oder nicht löst, kann ich im Moment an der Stelle nicht absehen. Es ist nicht ganz unplausibel, systematisch, deutsches Steuerrecht ist ohnehin kompliziert genug, aber zeigt mir, dass wir eigentlich ohnehin den Fehler gemacht haben, uns nicht komplett auf Steuerrecht zu konzentrieren und da zu reformieren. Ich habe am Anfang der Krise den Vorschlag einer negativen Gewinnsteuer gemacht und habe gesagt, lasst uns jetzt ganz schnell einen Kanal nutzen, nämlich über die Finanzämter Liquidität in die Unternehmen schaffen. Direkt die Kontoverbindung, wo normalerweise vom Unternehmenskonto vierteljährlich die Steuervorauszahlung abgebucht wird, das umzudrehen und eine Auszahlung zu machen. Und das wäre der erste Schritt gewesen. Der zweite, wir verbinden das mit einer nachträglichen Steuersenkung, mit dem Ziel, dass die Verluste dieses Jahres großzügig verrechnet werden können mit vergangenen Jahren oder zukünftigen Wirtschaftsjahren, sodass man das nicht alles zurückzahlen muss. Jetzt haben wir hier die Soforthilfen auf der einen Seite, wo sich die Frage überhaupt steht, reicht das den Unternehmen bis 10 Leuten wirklich und funktioniert das und so weiter. Steuerrechtliche Fragen hast du gerade angesprochen. Und die zwischen 10 und 249 Mitarbeitern, die haben gar nichts. Die haben einen Verweis auf Kredite. Und meine Sorge ist, wer jetzt Kredite in Anspruch nimmt für nicht gemachtes Geschäft, der finanziert quasi Umsatzausfall. Und das ist brandgefährlich, weil das so eine Krise nach der Krise provoziert. Weil dieses Unternehmen hat dann für digitale Transformation kein Geld mehr oder keine Kreditlinie mehr, weil es schon verschuldet ist. Deswegen habe ich gesagt, da wäre es mir viel lieber, wir gehen über das Steuersystem, machen so eine negative Gewinnsteuer, die da erstmal ausschüttet, für Liquidität sorgt, um die Insolvenz zu verhindern und später für Solvenz sorgt, indem man die Betriebe solvent hält, indem man eben sagt, wir senken dann nachträglich die Unternehmensbelastung, weil die ist ohnehin im Vergleich der Industrieländer verdammt hoch in Deutschland. Ich habe noch eine zweite Frage bekommen, die fast schon ein bisschen gemein ist für uns als FDP. Und zwar gibt es Leute, die uns auch zugetan sind irgendwie, die eigentlich sagen, warum macht man eigentlich so massive Corona-Hilfen? Ist das nicht eigentlich ein unzulässiger Eingriff in den Markt? Wie kann es eigentlich sein, dass schon nach 2 oder 3 Monaten, also das ist das Tag quasi, was mir dieser Frage, das ist nicht meine Meinung, nach 2 oder 3 Monaten schon eigentlich die meisten vor der Pleite stehen? Wo sind die Rücklagen? Haben die nicht ordentlich hanseatisch gewirtschaftet? Mhm. Wie ist das? Ist das unumstritten in der FDP? Ist das ein heiß diskutiertes Thema? Vielleicht kannst du mal leider deine Meinung zu sagen und auch wie der Diskussionsstand ist, der so gesehen wird. Zwei Antworten eigentlich. Mitte März, Lockdown, man wusste nicht, wie es weitergeht, glaube ich, wir wissen im Nachhinein, dass der Lockdown kam, als die Erdzahl schon unter 1 war. Das wissen wir heute, das wussten wir Mitte März nicht. Wir wussten Mitte März nicht, wie sich das entwickeln wird, auch diese Pandemie. Deswegen sage ich mal, damals waren viele Entscheidungen sicherlich in Ordnung, auch wenn sie nicht hinlänglich waren. Ich habe schon einmal ein Beispiel gesagt. Ich glaube, ordnungspolitisch muss man jetzt die Brille massiv schärfen. Denn ich hatte Sorge, auch bei der Lufthansa, dass dann auf einmal der Staat glaubt, er ist der bessere Unternehmer
nach dem Motto, na, die Strecke würden wir mal ganz gerne schließen oder das Flugzeug sollten wir mal kaufen. Das sind alles unternehmerische Dinge, da kann man kritisieren oder nicht, aber das sind nur Sachen Lufthansa. Also das sind so Dinge, wo ich ordnungspolitisch Sorge habe und natürlich auch im Grundsatz die Hilfen. Deswegen habe ich gesagt, lasst uns im Steuerrecht bleiben. Das ist was anderes als die klassische Subventionsausschüttung. Und jetzt bei dem Paket, was jetzt als Konjunkturpaket vorliegt, habe ich das Gefühl, das ist halt ganz viel neue Ausgabeprogramme, also faktisch Subventionen des Staates. Und das ist nicht wirklich nachhaltig. Also ja, ich habe da in Teilen wirklich Zweifel, dass ordnungspolitische Grundsätze verletzt werden in der Hoffnung für den kleinen Fame, wie bei beispielsweise Kinderbonus. Und das ist dann am Ende nicht nachhaltig. Die Diskussion gibt es, klar, das schärfen wir auch immer wieder nach. Wir schauen immer wieder wirklich kritisch drauf und diskutieren das auch heftig und intern. Gegenmeinung ist wahrscheinlich, man kann die Unternehmen jetzt nicht alleine lassen und kann sie nicht sozusagen sterben lassen. Und wer soll bei, sag ich mal, jetzt zum Beispiel 5% Umsatzrendite, da muss man ja schon 6 Jahre am Markt sein, um überhaupt diese 3 Monate auszuhalten. Cool. Alles, ne? Ja, genau. Du hast ja gerade Umsatzrendite so gering, so ins Problem des Einzelhandels insbesondere leider in Deutschland. Du hast ja gerade schon das Thema Rücklagen angesprochen, Eigenkapitalausstattung der Unternehmen. Das ist ein leider klassisches Problem in Deutschland. Warum? Weil wir so eine komische Unternehmensbesteuerung haben. Die im Vergleich, wenn man jetzt die OECD-Länder nimmt, haben wir die höchsten Unternehmenssteuern von allen. Sogar Belgien hat uns vor ein paar Monaten überholt. Also kein Land hat so hohe Besteuerung seiner privaten Unternehmen wie Deutschland unter den OECD-Ländern. Und das ist ein Problem und führt dazu, dass jedenfalls das, was Unternehmen an Rücklagen bilden, einfach weniger ist. Und da, glaube ich, muss der Steuerstaat sich an die eigene Nase fassen, ob das alles so schlau war, wie man unternehmenssteuertechnisch umgegangen ist mit Unternehmen. Das heißt, konkret, damit ich das mal auch als Laie verstehe, im Prinzip ist das deutsche Unternehmen gehalten, möglichst viel zu reinvestieren, keine Rücklagen zu bilden, weil die Rücklagen im Prinzip Gewinn sind, den sie vorher versteuern müssen. Ja, das ist ein Problem, genau. Deswegen das Thema Thesaurierung, Klammer auf, da steht ein bisschen was drin jetzt im Konjunkturpaket. Wir haben da größere Ideen. Also die Frage, wie kann ich steuerrechtlich das Umfeld schaffen, dass Rücklagen super interessant sind für ein Unternehmen, das ist ein Problem steuerrechtlich in Deutschland. Und das führt auch dazu, dass da die Eigenkapitalausstattung geringer ist als in anderen. Sondern eher über Kredite gefahren wird. Plus, was man auch mal nachdenken muss, ist, wie kriege ich es eigentlich hin, dass privates Kapital, also nichts gegen Bankkredite, Deutschland ist nur der klassische Bankkreditmarkt irgendwie, ne? Aber was ist sonst mit Private Equity, wie kriege ich das besser hin? Das sind Dinge, glaube ich, da müssen wir im Steuerrecht ein bisschen umstricken. Wir haben da noch so eine andere Denke irgendwie, so eine 70er-Denke, habe ich das Gefühl, und nicht so eine richtig moderne. Also ich will jetzt die Finanzwirtschaft nicht ausboten, darum geht es mir gar nicht, aber da über andere Produkte nachzudenken, wäre aus meiner Sicht total Sinn. Die machen sinnvoll, aber das macht steuerrechtlich teilweise einfach keinen Sinn. Okay. Genau, so die Klage haben wir besprochen. Es gab eine Frage von einem Unternehmer, die habe ich dir im Vorfeld schon mal weitergeleitet gehabt, von deinem Team. Da ging es um die Fachkräftezuführung aus dem Ausland. So, ich weiß nicht, für den Fall hast du wahrscheinlich kurz zumindest überflogen. Da ging es darum, dass man eben aus Asien Fachkräfte für den Betrieb einer Erdgastankstelle irgendwie brauchte und keiner im Auswärtigen Amt erzählen konnte, welche Auflagen die erfüllen müssen. Also es gab diesen Prozess nicht. Vielleicht kannst du mal beschreiben, wie weit wir da sind. Gibt es da schon was Neues? Oder das ist ja jetzt 5 Wochen her. Weiß das Auswärtige Amt inzwischen, wie es geht? Oder haben wir keine Antwort? Also das ist ein Problem. Mir fällt jedenfalls die Worte, ich habe nämlich gerade eine Anfrage gemacht an die Bundesregierung, wie lange dauern eigentlich Visa-Verfahren? Die ganze Frage, wie organisiert man vernünftig Migration nach Deutschland, sinnvoll? Ich habe mal abgefragt vor 2 Jahren, glaube ich, vor 1,5 Jahren, welche Migrationswege nehmen die Menschen, die nach Deutschland kommen? 9 gehen über das Asyl- und Flüchtlingssystem, 1 über reguläre Einwanderung. Das müsste genau umgekehrt sein. Okay. Und das Beispiel zeigt mir, dass an der Stelle, dass Deutsch, das habe ich ja verhandelt bei Jamaika damals, das deutsche System sowohl den, ich sag mal, rechtsstaatlichen Frieden in Deutschland gefährdet und nochmal kein Millimeter Platz für rechte Idioten. Ich sitze bedauerlicherweise manchmal neben denen im Bundestag, das in aller Klarheit zu sagen, es kann niemals eine Rechtfertigung sein, rassistisch unterwegs zu sein oder sonst was, weil wir ein schlechtes Migrationssystem haben. Also keine Rechtfertigung dafür. Aber ich glaube, dass viele im demokratischen Spektrum einfach sagen, wieso haben wir eigentlich 250.000 Geduldete, irgendwie ist das komisch, warum kann man nicht Recht und Gesetz durchsetzen, aber sehr großzügig Menschen, Wirtschaftsmigranten reinlassen, weil die brauchen wir ja. Jetzt durch Corona
ist der Arbeitsmarkt ein anderer, das gebe ich zu. Aber bis vor ein paar Wochen haben mir viele Handwerker gesagt, ich muss meinen Titel aufgeben, weil ich habe niemanden. Es gibt keinen, der arbeitet für mich. Ich kann keine Aufträge annehmen. Ich wachse genau in dem Umfang, wie ich Menschen einstellen kann. Also die Hauptwachstumsbremse in vielen Branchen in den letzten 2-3 Jahren waren Mitarbeiter. Und da ist doch irre, wenn in anderen Teilen der Welt qualifizierte Menschen da sind, junge qualifizierte Menschen da sind, die müssen doch herzlich willkommen heißen mit Kusshand. Die haben wir im Prinzip, denen haben wir gesagt, wartet erstmal ein Jahr auf euren Termin im Konsulat. Bürokratische Hürden, kein vernünftiges Punktesystem. Ich sage, wer einen Job hat und von eigener Hände Arbeit leben kann, der ist herzlich willkommen in Deutschland. Und das, glaube ich, ist auch da ein Beispiel, wo das Auswirkende ja quasi, ja, nee, kein, das kann man schon sagen, keinen Prozess hat, wie man sowas managt. Ja, okay. Ja, ich hatte am Anfang zurück, du hast gesagt, bei der Mehrwertsteuer, das war nämlich noch eine Frage von einem Zuschauer sozusagen. Die hast du schon so ein bisschen beantwortet, ich will trotzdem noch darauf eingehen, weil ich die gleiche Befürchtung habe. Wir haben jetzt für ein halbes Jahr die Mehrwertsteuer gesenkt. Wenn ich jetzt einen Supermarkt habe, was heißt das für mich? Muss ich jetzt alle Preise runterzeichnen, im halben Jahr wieder hochzeichnen? Ich habe jetzt meine, keine Ahnung, 20.000 Artikel, muss ich quasi jedes, davon habe ich dann überall so Schildchen, ich habe vielleicht noch keine digitalen, ich habe noch die Pappschildchen, muss ich die alle umstecken, im halben Jahr wieder alle umstecken, muss ich eine Inventur machen? In einer Weise, was heißt das für mich? Oder sage ich mir nicht einfach, ich sage mir das ein, ich gebe das nicht an den Kunden weiter, der merkt das eh nicht, ob die Butter jetzt irgendwie 3 Euro mehr kostet. Bei dem Auto mag man es merken, dass die extra 3%, das kann ich, war ja damals auch, als es erhöht wurde, hat man ja gesagt, jetzt nochmal schnell ein Auto kaufen, bevor die 19% kommen. Das war, da war ich 14 oder so, wann war das, 1994 oder so? Oder? Nee, das war 2006 war das, meine Erinnerung. Das war die große Koalition Merkel 1. Man hat es aber schon mal gehört, 13 auf 16 irgendwie, ne? Also, ja, das war, ja, war ich, glaube ich, 14. Genau, das war, ich kann mich nur daran erinnern. Aber wird das wirklich einen Effekt haben? Also, oder du hast ja schon so ein bisschen auch deine Bedenken geäußert, glaube ich. Ja, ne? Also das, was die Unternehmer zunächst mal machen müssen, ist ihr Controlling-System und ihr Rechnungswesen umstellen. Das ist jetzt mit der bürokratischen Aufwand im Backoffice sozusagen. Also das alles umzustellen. Die Preisauszeiten, da sind sie frei. Wir haben Preisfreiheit in Deutschland. Also wir können das nutzen, um die Preise zu erhöhen. Sie können es nutzen, um die Preise zu senken oder die Preise so zu lassen. Wir haben Bruttopreisauszeichnung. Also daran kann der Staat zu Recht, wenn ich die Preise noch diktieren, nichts machen. So, und ob das dann jemand nutzt und sagt, ich mache es billiger, um mehr Verkauf zu haben, oder ob jemand sagt, einzelne, nee, erhöht meinen Deckungsbeitrag, nehme ich mit. Ich bin unsicher, ob wirklich Einzelhändler sagen, weil auch gerade bei so Eckpreisen 1999 und so, die dann senken, um sie dann zum 01.01.2021 eine Preiserhöhung zu machen. Also das scheint mir nicht intuitiv zu sein. Und dann unter Umständen ein neues Wirtschaftsjahr zu starten, erstmal mit einer kräftigen Preiserhöhung. Also, weiß ich nicht, deswegen bin ich da skeptisch. Wir haben diese Maßnahme auch überlegt. Wir haben es am Ende nicht in unser Papier in der finalen Version reingeschrieben, weil wir gesagt haben, lieber konzentrieren auf die direkten Steuern, bei der Körperschaftssteuer was machen. Ich habe über die Unternehmen vorhin gesprochen, Einkommensteuer was machen, Soli abschaffen. Macht mehr Sinn, ist dauerhaft als dieser Einmaleffekt. Ich bin da, also ins. Weil auch noch andere Dinge hinzugekommen wären, wäre ich da großzügiger. Da es das Einzige, neben dem Kinderbonus ist, an Entlastung, habe ich die Sorge, das wird nicht bei den Konsumenten ankommen können. Okay. Ich habe noch 3 Fragen. Einmal Thema Grundrechtsbeschränkungen. Ja. So, und zwar hatte uns jemand angeschrieben, der im Wesentlichen wissen wollte, hatte das Grundgesetz dann auch zitiert und hatte gesagt, unter freiem Himmel darf man sich ja frei versammeln. Mhm. Wir haben ja aber auch einen Grundrechtseingriff heute hier. Ich hätte auch gerne noch den einen oder anderen, vor allem auch seniorigen Parteifreund eingeladen, der vielleicht kein YouTube hat. Dann hätte ihn gerne hier noch platziert im Wohnzimmer. Wäre noch ein bisschen Platz gewesen, aber wir haben ja auch Beschränkungen. Ich kann hier eben keine vielen Leute einladen. Wir haben also auch einen sehr starken Grundrechtseingriff in die eigenen 4 Wände. Wie sieht es aus? Also was gibt es dazu zu sagen fast schon? Ne? Also auch so aus persönlicher Sicht, das war so die Frage. Also die Frage begann, ich hätte gerne Christian Dürs persönliche Meinung. Ja, meine persönliche Meinung ist, dass die Leute anfangen, das Vertrauen zu verlieren, ob die Maßnahmen sinnvoll sind. Ich glaube, also mein Effekt war, als mich Leute gefragt haben, Christian, jetzt bringe ich mal ganz kurz, in Niedersachsen in der Landesverordnung steht, dass wenn man, also 50 Meter um eine Restauration, darf man nicht die abgeholte Speise konsumieren. Aber die Frage, wie ist das bei Eis? Die Landesregierung sagt,
Abschnecken, um eine Verschmutzung der eigenen Kleidung zu verhindern, ist erlaubt. Und danach, ja, gerne mal, und danach muss man das konsumieren dann innerhalb, außerhalb des 50 Meter Radius. Da habe ich gedacht, jetzt sagen die Leute, wenn ihr seid geknackt. Also das ist halt absurd. Und das hat auch nichts mehr mit Corona zu tun. Da sagen die Leute halt irgendwann, was bringt das jetzt wirklich konkret? Und stellen dann viele andere Dinge auch in Frage. Ich will noch was zum R-Faktor sagen. Da kann man drauf rumreiten oder nicht, aber wir wissen im Nachhinein, dass er mit dem Lockdown bereits auf 1 oder drunter war. Die Lehre, die ich daraus ziehe, ist, die Menschen haben durch Abstandsregeln, nicht Besuch von Großveranstaltungen, nicht eng miteinander, Hygienemaßnahmen, entscheidend dazu beigetragen, dass die Pandemie in Deutschland nicht so ausgebrochen ist wie in anderen Ländern. Es waren die Menschen in ihrem eigenverantwortlichen Verhalten. Was muss ich als Politik für eine Lehre ziehen, sie genau daran zu bestärken? Und nicht zu sagen, eigentlich hast du keine Ahnung, weil was wirklich gefährlich ist, wenn du das ganze Eis in 50 Meter Radius auflässt. Da sagt ja jeder, ich fühle mich veräppelt. So. Und da, das hat mich geärgert an den dritten und vierten Runden bei der Bundeskanzlerin mit den MPs, mit den Ministerpräsidenten und den Regierungschefs der Länder, dass da nicht dieser Wechsel macht jetzt keinen Sinn. So weiter. Es war am Anfang sinnvoll, weil wir nicht wussten, weil wir ins Dunkel getappt sind. Da tastet man sich erstmal so blind vor. Aber wenn man weiß, wie der Hase ungefähr läuft, dann muss man viel klügere Antworten geben. Stattdessen hat die Merkel gesagt, will nichts. Der Söder hat gesagt, ganz früh am besten noch mehr Lockdown. Der Löscher hat gesagt, alles öffnen. Das war ja absurd. Und da hätte ich mir gewünscht, erstens, wir öffnen das, was geht. Und zweitens, wir fangen an einen Prozess der Regionalisierung. Ich habe es vorhin auch bei Phoenix gesagt. Und drittens, wir fangen am Tag der Schulschließung an, über die Öffnung von Schulen zu reden. Am Tag hätte man nachdenken müssen, wie machen wir das? Wie kriegen wir das hin? Wie setzen wir Hygienekonzepte ein? Stattdessen hat man gemeint, eine Konferenz gemacht mit der Bundeskanzlerin, wie der Videoschalte Kanzleramt, und gesagt, jetzt werden wir darüber nachdenken. Da fragt ja jeder, ihr habt 4 Wochen Zeit, warum habt ihr nicht die letzten 4 Wochen drüber nachgedacht? Und das macht mich als Elternteil auch irre, weil meine Kinder halt auch beide zu Hause sind und ich nicht nachvollziehen kann, warum sich Politik darüber keine Gedanken gemacht hat. Ich werfe das nicht den Lehrern vor, sondern den Verantwortlichen auf Landes- und Bundesebene. Ja, letzte Frage. Eine ältere Rentnerin, die hat mir nicht geschrieben, die hat mich angerufen. Tatsächlich, also meine Nummer ist ja auch, kann man ja einfach rausfinden. Und die beschrieb mir, die ist, eigentlich ist es eine junge Rentnerin, weil die ist erst seit 1 oder 2 Jahren in Rente, und erzählte mir, sie müsste jetzt tatsächlich im ersten Mal in ihrem Leben eine Steuererklärung machen. Und das hat sie nicht verstanden, weil sie musste, hat wohl vorher ganz normal gearbeitet, hat nie eine Steuererklärung gemacht, wurde auch nie verlangt. Aber jetzt hätte ihr jemand gesagt, das müsste so sein, und sie muss jetzt, ja, das hat sie beschrieben, ich glaube, 1400 Euro Rente irgendwie, das wird wohl noch besteuert, das hat sie mir erzählt, ich wusste das auch nicht, ehrlich gesagt, das ist immer weit weg. Aber was ich nicht verstanden habe, also dass man Steuern zahlen muss, das ist ja breit diskutiert worden, das ist, da sind wir sicherlich auch, da kann man verschiedener Meinung sein. Was ich nicht verstehe ist, warum man auf einmal Rentnern, die damit nie was zu tun haben, verlangt, eine Steuererklärung zu machen und die auch noch in der Regel einen Steuerberater fragen müssen, dafür auch noch Geld ausgeben müssen, weil wenn man jetzt einem 65-Jährigen sagt, lad dir mal ein Elster runter, das funktioniert doch nicht. Also oder einem 67-Jährigen, einem 70-Jährigen. Also das mag hier und da mal funktionieren, aber wenn jemand sein Leben lang irgendwie ohne Computer noch durchgekommen ist, weil er es nicht brauchte, und dann soll er sich da hinsetzen und dieses Formular machen, wie kann das sein? Ich muss mich mal outen. Ich bin Haushalts- und Finanzpolitiker, sollte einigermaßen nicht nur den Bundeshaushalt, sondern auch die deutschen Steuergesetze kennen. Ich mache meine Steuererklärung auch nicht selber. Ich hätte große Angst, dass ich irgendwie Mist baue und habe einen Steuerberater. Obwohl die Situation nicht kompliziert bei mir ist, aber und zwar aus dem genannten Grund, es ist einfach zu komplex. Ja, es ist im Grundsatz richtig zu sagen, jeder Steuerbürger sollte eine Erklärung abgeben. Aber wie dieses Erklärung abgeben ist, ob wie in Schweden mit, du kommst eine SMS und sagst, es ist alles okay, also einfach Ja antworten, das sind die Daten, die vorliegen, und du kannst sagen, das stimmt, das war's. Oder wie in Deutschland, du musst das alles einmal komplett ausfüllen. Ja, Elster ist mittlerweile teilweise vorausgefüllt, ich weiß, aber ganz ehrlich, wenn ich das Formular schon sehe, bekomme ich ja sogar schon Beklemmungszustände. Wie soll das denn jemand machen, der nicht gerade Haushalts- und Finanzpolitiker ist und sich da halt nicht ewig mit beschäftigt hat? Der fragt sich doch, boah, jetzt bin ich gerade echt unsicher. Und wenn ich die einzelnen Dinge ausfülle, die noch auszufüllen sind. Ich war mal, in dem Zusammenhang wäre mir folgende Regel sinnvoll. So funktioniert übrigens Elster spannenderweise. Die Daten, die der Staat von mir hat, die darf er nicht nochmal nachfragen. Weil viele der Daten, über die wir hier reden, gesetzliche Rentenversicherung, mutmaßlich, die hat der Staat schon längst. Die gehören dem Staat bereits. Und ich muss das alles nochmal machen. Ich glaube,
Ich bin ein großer Fan des Datenschutzes, aber ich halte es für absurd, dass der Bürger gegenüber dem gleichen Staat dauernd die gleichen Daten wieder einreichen muss. Halte ich für total krank. Denn ich glaube, es muss ein Recht geben, dass man Daten, die schon beim Staat sind, nicht nochmal abgeben, dass die nicht nochmal nachgefragt werden dürfen. Das würde dieser Rentnerin wahrscheinlich sehr konkret helfen, weil die Angaben, die sie dort macht, sind wahrscheinlich solche, die jedenfalls mindestens den Sozialkassen längst vorliegen, die ja von der Bundesrepublik Deutschland getragen sind. Das sind ja keine virtuellen Unternehmen, über die wir hier reden. So, erstens. Und zweitens, gleichzeitig würde ich sagen, lasst uns, so machen es auch die Ersten, lasst uns ein Recht einräumen, dass jeder jederzeit sehen kann, wer in seinen Datensatz gegriffen hat. Also, dann weiß ich, dass das Finanzamt in Bremen-Nord geguckt hat, was ist da gerade los in dem Rentenkonto von Frau Müller. Und das wäre, glaube ich, eine Umkehrung, wo dann Frau Müller, wenn sie ein bisschen digital affin kommt, eine Nachricht bekommt, SMS, WhatsApp, was ich, eine E-Mail, in ihrem Datensatz wurde nachgeschaut, welche Rentenansprüche sie haben. So. Das fände ich viel kluger als so eine Art nach dem Motto, Bürger, du mach mal die Arbeit für mich. Das ist, finde ich, so funktioniert der deutsche Steuerstaat und das finde ich als sehr unangenehm und glaube, dass man da ganz konkret was ändern könnte, ich habe es mal Easy Text genannt, also wirklich digitalisiert einfach, auch wenn ich weiß, Elster ist digital und man soll auch digital einreichen, ist mir alles durchaus bewusst, aber viel schlauer wäre es, glaube ich, wenn die Dinge so weit fertig sind, dass da man nicht noch was nachstehen muss und dass man wirklich den Eindruck hat, dass eine Benutzeroberfläche, die ich sonst auch habe, wenn ich Apps benutze und intuitiv unterwegs bin. Dass das deutsche Steuerrecht kompliziert, ist mir klar, aber ich glaube, man könnte es durch Digitalisierung für die Menschen vereinfachen und nicht dauernd Daten abfragen, die der Staat eigentlich hat. Ja, zum Schluss, ich habe ja gesagt, wir kommen nochmal auf den öffentlichen Rundfunk zu sprechen. Ich habe es aufgrund der Nachrichtenlage gar nicht richtig verstanden, aber ich hatte so ein bisschen den Verdacht, man hat quasi einen Pulverdampf von Corona uns doch das eine oder andere runtergeschoben. Und ich weiß, es gab eine Diskussion zum Thema gebührenfinanzierter Rundfunk. Und ist die Diskussion schon abgeschlossen? Kriegen wir jetzt mehr Gebühren oder verhindern wir das noch irgendwie? Wie ist da der Stand? Ja, also ich bin jetzt kein Profi, aber ich habe das auch gelesen und dachte so, das ist ja spannend. Gerade in der Phase, ich habe es auch kritisiert, dass da jetzt, ich glaube, das war nicht mal absichtlich im Windschatten von Corona, sondern stand halt an. So, und dann hat man das gemacht, die KEF, also die Kommission zur Ermittlung des Finanzbedarfs, ich nenne es auch die Abkürzung der öffentlich-rechtlichen Sender, hat dann einen Vorschlag gemacht, der dann teilweise also im Großen und Ganzen übernommen worden ist. Und insofern ist da eine Anpassung. Ich sage mal, ja, ich glaube, der öffentliche Rundfunk darf was wert sein. Ja, ich freue mich gerade als Politiker über politische Berichterstattung. Ich frage mich manchmal, ob man, sage ich mal, im Verhältnis dessen, was man dort braucht, auch übrigens an Man- und Womanpower, also gute Redakteure, die gut bezahlt werden sollen, im Vergleich zu Dingen, die man sich sonst so einkauft, ob das die Waage sozusagen hält. Da bin ich mir manchmal unsicher, ohne Medienschelte zu betreiben. Aber ich würde mir wünschen, dass man insbesondere das, was man im weitesten Sinne politische Bildung, politisches Analysefernsehen, dass das ein absoluter Auftrag der Öffentlich-Rechtlichen ist, ja kein Zweifel, aber andere Dinge halt auch irgendwie nicht. Und ich glaube, dass die Ausrede, sagen wir mal, das müssen wir auch machen, damit Leute uns überhaupt noch gucken, dass das nicht so ganz zieht. Übrigens, Kompliment für mich, gerade eine Tagesschau, hat nach wie vor fantastische Einschaltquoten. Also die schalten Leute bewusst ein, auch um 20 Uhr, weil jetzt keine Schleichwerbung machen, aber es geht die gleiche los. Es gibt auch ganz viele andere tolle Sendungen, aber das funktioniert ja auch so. Also deswegen weiß ich gar nicht, machen die Leute das nur, weil der Musikantensteiger nachkommt? Ich bin mir unsicher. Also das mal so als Prüffrage in den Raum geworfen. Ich bin aber kein Medienpolitiker, deswegen hoffe ich, dass ich jetzt nicht zu dünnes Eis betreten habe. Aber du siehst meinen Ansatz vielleicht. Also was ich ganz beeindruckend fand, war, ich weiß nicht, ob du dich daran erinnern kannst, ich glaube, ich war damals noch nicht mal in der FDP. Wir haben uns ja schon mal getroffen, das war vor 3 Jahren oder 4 Jahren, bei einem Fraktionsvorsitzenden-Treffen hier in Bremen, glaube ich. Da haben wir uns kennengelernt. Und ich weiß noch, damals war ich kein Mitglied der FDP, im Nachgang, glaube ich, eine Dreiviertelstunde am Telefon über den GZ-Beitrag gesprochen. Mhm. Und ich war ganz beeindruckt, wie sehr du im Thema bist eigentlich. Also deswegen muss ich dich da jetzt ein bisschen beim Funkhalt erwischen, aber auch wie viel Zeit du dir dafür genommen hast, weil das ist mir sehr präsent geblieben und war am Ende auch einer der Gründe, wo ich gesagt habe, ich werde jetzt mal zur FDP kommen, wenn Leute sich Zeit nehmen und in dem Thema drin sind.
Ja, an der Stelle kannst du ja vielleicht noch mal ganz kurz einen Programmhinweis für heute 22 Uhr geben und ich hole in der Zeit das Geschenk, das jeder Gast von bekommen. Das ist ja nett. Genau. Ja, der Programmhinweis, offen gestanden, Zeit weiß ich gar nicht mehr. Es ist 22 Uhr, 22.15. Das kann man bestimmt aber auf Phoenix auch nachschauen. Also die Phoenix-Runde zum Thema Familienbonus, Kinderbonus und Co. und das Konjunkturpaket mal schauen. Und wenn ich es richtig sehe, habe jetzt letztlich aufs Handy geguckt, morgen früh im Morgenmagazin habe ich auch noch, glaube ich, einen kleinen Part beizutragen. Sehr gut. So, ich hoffe, man kann mich wieder sehen. Das Bild läuft ein bisschen nach. Genau, also erstes Geschenk, persönlich in Bremen-Nord abgefüllt. Wie fantastisch. Sehr gut. Infektion. Das ist großartig. Das Modell, ist alle. Man braucht es immer. Ich möchte den Hinweis geben, weil nicht jeder Politiker von Weltrang das weiß, dass man das nicht trinken darf. Ich habe gehört, um nicht verspritzen soll. Man soll es ist für die äußere Anwendung, ja, es kommt von einer Bremen-Norder Apotheke, handgeschüttelt sozusagen, auch nochmal mit Globuli verstärkt, wir haben nochmal das in Handtuch gewickelt und Energie reingegeben, für die äußere Desinfektion und für die innere Desinfektion, das kann man tatsächlich trinken, der gute Bremer Ratskenner. Ich hab mal einen Weißen genommen. Ja, fällt dir das auch auf, eigentlich, dass man immer Rotwein geschenkt kriegt bei Gästen und dann immer denkt, was war so schwer, einen vernünftigen trockenen Weißwein zu kriegen? Ja, ich habe tatsächlich, das ist keine Kritik, aber dann geschenkt. Komm mal, was guten Rotwein betrifft, aber offen gestanden, jetzt trinken wir zu Hause einfach mehr Weißwein. Und ja, irgendwie, ja, passt es dann auch als mehr. Insofern, ja, vielen herzlichen Dank. Super. Sehr cool, danke. Ja, ich bedanke mich fürs Zusehen. Wir werden das Video, wie gesagt, hinterher als Konserve bereitstellen. Tut mir, wie gesagt, leid, dass es vielleicht ein bisschen Gehalt hat. Ich hoffe, man konnte uns gut verstehen, obwohl wir beide sehr schnell reden. Ja, ich habe tatsächlich mir extra hier auf meinen Zettel langsam, deutlich und wohl akzentuiert geschrieben. Ich weiß nicht, ob wir dem Anspruch gerecht geworden sind. Wir haben hoffentlich ein paar Fragen beantworten können. Ich gucke noch mal, ob ich irgendwelche Beschwerde, oh, ich habe 11 SMS bekommen habe. Okay, wir haben nur Lob bekommen von unserem finanzpolitischen Sprecher der Fraktion in Bremen. Ich habe nur dann letzte, da stand dann: Er schreibt cooler Aufschlag, er fand es gut. Okay. Viele Grüße an der Stelle. Und jetzt werde ich mal gucken, dass ich hier den Knopf ausmache. Und auf Wiedersehen. Okay.